Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ihr jetzt seht, ich habe jetzt bis jetzt 4 von den Advanced Combustion Generatoren. So wie das ganze MV-Zeug habe ich jetzt mal nach hier hinten verfrachtet. Hier hinten, ich glaube da drunter, da, genau, ist der Low Voltage Battery Buffer. Und da davor, genau, da ist, kann da nicht hin. Also da ist der LV-Transformer. Also der transformiert es auf LV runter. Darum macht es nicht hier Bumm. Wir haben einen Battery Buffer. Der steht jetzt auch noch vom IBF. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen Spielraum. Poly ist momentan nicht aufgebaut. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist vor allem die ganzen Maschinen, die da hinten gestanden sind, habe ich jetzt mal nach da verfrachtet. Danach da gelassen, Battery Buffer hingesetzt, den achtfachen, der wo drüben gestanden ist. Und da dran mal Erzverarbeitung dran gehängt. 1100 von den Electrotin Ore hat er schon purified. 43 hat er wieder gemacht. Da sind noch 320, da sind 1700 drin. Das läuft schon eine ganze Zeit. Also, das läuft sehr lang schon. Ich bin mal gespannt, wann er fertig ist. Aber da werden wir vielleicht demnächst Abhilfe schaffen können. Ja, schon wieder was brennen. Ja. Ich komme zu dir. Immer diese Annäherungsversuche von den Zombies. Ich glaube, ich hänge. Genau. So, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe was ich gesagt habe, ich habe das Glas schon mal so weit reingesetzt. Und genau. Oh, ja, 1, 2, 3. Genau, das haben wir das letzte Mal gemacht. Da wird heute wegen was passieren. Ich habe mich entschieden, dass sozusagen ein Obergeschoss auch noch drüber kommt. Das heißt, das Gebäude wird höchstens 3 Chunks lang. Das heißt, danach fängt definitiv das Chemiewerk an. Also nach da 3 Chunks Chemiewerk. Das heißt, ich muss alles da reinbauen. Das heißt, wenn ich noch mehr brauchen soll, dann wieder noch ein dritter Stock drauf oder ich muss drunter. Genau. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu verarbeiten und vor allem ich muss auch nach oben gehen, schon alleine, weil ich ja hier auch diese hohen Teile da, diese Bohrtürme da bauen muss, und die sind ja wahnsinnig hoch, ich glaube schon mal 12, und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, das sind jetzt schon mal, es sind gerade 1, 2, 3, 4, 5, kommen wir nochmal 5 drauf, sind wir bei 10. Das heißt, ich kann sogar 3 Stockwerke drauf machen. Ja. Wird halt ein großes Gebäude. Ein hohes Gebäude. So, da habe ich nichts gemacht, aber ich habe endlich mal mir Zeit genommen und habe am Försterhaus. Nein, das ist, oder? Doch, Förster. Muss der Förster sein. Die Försterhütte, genau. Hab da mal ein bisschen Zaun entlang gebaut und hab vor allem das Holzmalz geholt und hier hingelegt. Das heißt, jetzt das Holz von da hinten ist weg. Jetzt haben wir hier Oak, Spruce, Birch, Jungle, Dark Oak und Drop, Akazie. Hier haben wir Kenobi, Hulberry und Sacred Oak. Der Sacred Oak da hinten ist auch weg. Gott sei Dank gibt es Scaffolds, weil sonst, glaube ich, wäre ich eingegangen. Dann haben wir hier noch Great Wood und Silverwood, und den habe ich noch nicht gemacht. Das ist der Magic Wood.
Das heißt, alles, was so eine Art Zauberholz ist, ist dann hier. So, irgendwann geht es dann da so weiter und dann geht es wieder nach hinten. Also das heißt, noch zwei Zauberholzer. Kann dann aber, wenn es noch mehr geben sollte, noch mehr machen. So, die tue ich mal weg. Aber das bringt mir nichts, wenn die nicht wachsen. So, genau. Da, genau. Dach habe ich auch drauf. Dach habe ich drauf geschraubt. Und habe hier drin schon mal die ersten Saplinge rein und die ersten Blätter. Und falls mir mal irgendwann doch der Platz ausgehen sollte, kann ich hier immer noch ein Kellergeschoss bauen und unten drunter dann den nächsten Teil. Jo, genau. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Ist aber auch schon ein bisschen was dafür, dass ich wieder mal keine Zeit hatte. Ist schon langsam nervig. Aber dann machen wir halt mehr zusammen. Ja, also, ich habe schon gehört, dass es angeblich demnächst, also oder wenn die nächste Version rauskommen soll, dass es Ölpipes gibt oder Langdistanzpipes, keine Ahnung, die erschwinglich sind, hoffe ich. Nicht, dass mir das wieder erzählt wurde und es ist High-End, weil, ja, die kann ich mir noch nicht leisten, High-End. So, wir sind wieder auch beim Light Fuel. Da war ich schon mal fast bei 800.000. Da hat er mir alles leer gefressen. Und darum müssen wir da drüben definitiv anfangen, was zu machen. So, und wir brauchen auf jeden Fall Basic Distillery. Und das heißt für mich, ich brauche Pumpen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau. Ich brauche Pumpen, ich brauche Circuits, ich brauche Bronze Fluid Pipes. Dann hätte ich immer gesagt, fangen wir mal Bronze Fluid Pipes an. Oh, mehr geht nicht. Nicht gut. Alloy-Smelter. Ein bisschen Soldering. Und der Arc darf auch mal ein wenig mitspielen. So, dann machen wir mal. Reicht noch. 21, das hört sich gut an. So, momentan ist es hier noch ein Rumturnen. Wie gesagt, wird erst besser, wenn das ganze Zeug hier draußen ist. Normal Pipes und rein. Problem, was ich mittlerweile habe, ist, dass ich nicht mehr... Ja, Material habe ich eigentlich einigermaßen genügend. Problem ist nur, dass... Oh, ich bräuchte nochmal drei. Dass ich ja die Vorbereitung teilweise nicht mehr dazukomme. Also ich habe schon wegen was vorbereiten können, aber leider noch nicht alles. Darum müssen wir es dann auch mal langsam so aufbauen, dass das auch mehr wird. So. Ja. Hat sich gerade Griffel ankauen, darum hat er es fallen lassen. Ja, hat einen Grund. Okay, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal die Pipes. Dann habe ich jetzt gerade. Nee, das ist mir zu wenig. Dann hätte ich gesagt, dann mache ich jetzt mal. Davon. Der einzigste Vorteil, wenn man dann nicht mehr sich Kopf machen muss, ob der Strom reicht. Oh, Silverbolts.
Die sind auch fertig, die nehme ich mal mit. Die werden wir demnächst dann brauchen. So, du kommst dahin. Weil dafür gibt es dann nämlich diese schöne Quest. Die Good Integrated Circuits, das heißt, wir brauchen noch Fine Gold Wire, 32 Stück. Lasse ich das mal laufen. Und wir schauen mal, wie weit das der da drüben ist. Wenn dann ein langsam MV als zu langsam vorkommt, dann ja. Weiß. So, wir müssten eigentlich. Ja, dann wird es Zeit, dass wir vorankommen. Weil ich denen nämlich gern mal auch mal sagen, okay, ich kann mal mein EBF etwas länger laufen lassen. Die vier schaffen es halt noch nicht ganz. Aber ich brauche halt richtig Alu. Okay, so. Waren das und 30 waren das. Das sind 30, sehr schön. Muss ich nur noch die Magnetisierungsmaschine finden. Aus der Polarizer. Wieder dunkel. Ja. Monster nearby. Ja. Ich bin ja momentan noch so nebenbei, wenn ich mal noch ein bisschen Zeit abzweigen kann, beim Überlegen, ob ich noch Mods integriere. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Habe jetzt sogar teilweise schon Ideen. Dass ich zum Beispiel Agricraft mit hinzufüge. Hab da auch meine ersten Rezeptideen aufgeschrieben. Weil ich möchte ja sozusagen die nicht umgehen. Was ich jetzt noch beim Überlegen bin, ist ja, es gibt ja einmal die. Ja, und es gibt ja dann, es jeder dann, die noch von Agricraft geben. Entweder mache ich die Crop Sticks, dass ich die vorher produzieren muss und die überziehe ich dann mit Seed Oil, Crescent Oil. Auf jeden Fall, dass die halt sozusagen Wasser affin werden. Sag's mal so. Und. Oder ich mache Longsticks und mache das Rezept genauso. Haus in den Assembler, aber man braucht für den Assembler dann MV. Ja, dass man halt sozusagen eine Tierstufe mit drin hat. Dass man das Zeug nicht gleich auch am Anfang macht. Ne? Dass man sagt, ja, hübsch. Scheiß drauf, ich brauche die Crops nicht. Ich mache das. Nein, nein, das geht nicht. Und ja, mit den Seeds muss ich mir halt noch was überlegen. Kann auch sein, dass das erst HV wird. Das bin ich noch halt beim Durchkalkulieren. So, ich habe jetzt die da leider in die falsche geschmissen. Ich brauche nicht MV, ich brauche LV. So, das heißt, wir brauchen Kupferwire. Ich hoffe, dass ich da noch was hergestellt habe. Das reicht nicht. Bei weitem nicht. Aber Wire. Das kommt aus. Und
Goldkabel auch gleich rein. Ich habe jetzt noch zwei Zinnkabel. Auch viel zu wenig Goldkabel, Zinnkabel. So, ich tu mal auf jeden Fall 6 Stück weg. Eins, zwei, drei, vier. 7. Wie viel habe ich denn noch? Da habe ich viel zu wenig. Muss mal was machen. Das heißt jetzt erst einmal, ich brauche nochmal 2, dass ich jetzt 8 habe. Für die Pumpe. Ich brauche jetzt dann noch. Also ich will 8 Pumpen. Was eigentlich schon fast zu viel. Nein, nein, ich weiß, gibt's nicht zu viel. Das heißt, ich brauche Zinnschrauben und ich brauche Rotoren. Da habe ich eine Idee. Das heißt, wir nehmen ein Stack. Dann müssen wir dahin, dann machen wir da mal die Balls draus. Dauert jetzt wieder. In der Zeit kann ich jetzt schon mal Casings bauen. Muss halt auch teilweise aufpassen, wie ich am Poly. Nicht, dass ich auf einmal kein Poly mehr habe. Und dann schaue ich doof. Ich hoffe ja wirklich, dass ich sozusagen in den nächsten Folgen es schaffe, den Strom so weit anzuschließen, dass das Gebäude und das Gebäude das Laufen anfangen können. Darum darf ich auch am Anfang noch nicht übertreiben. Der ist unten. Wieso ist der unten? Ja. Wurde hier etwa Pfusch am Bau gemacht? Hallo. Ah. Glaube ich weiß, wo der ist. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist dann kein Push, sondern er rennt dann im falschen Stock rum. Das ist jetzt dann aber auch das nächste, was ich machen muss. Ich brauche A, Aufzüge. Und ich brauche B, einen Abfalleimer. Den muss ich mir auf jeden Fall auch noch bauen. Ganz wichtig. Weil dann kann ich nämlich auch die Crops, die mich nicht interessieren, wegschmeißen. So, da kann ich den schon mal wieder mitnehmen. So, die Bowls müssten auf jeden Fall alle fertig sein. 32 Tin Bowls. So, gib ihm.
Kannst ein paar Rotoren bauen. Du machst nur Schrauben. Nach dem Output, danke. Und der ist jetzt gleich fertig. Jetzt ist er fertig. Und jetzt müsste ich eigentlich, genau, jetzt habe ich eigentlich alles soweit fertig. Jetzt kann ich jetzt schon mal alles reinschmeißen. Also das da, oder auch nicht. Das da. Und das da. Genauso die SMD-Resistoren. Brauche die nicht mehr bauen. Und ich brauche noch 16 Circuits. Jawohl. Dann laufen die jetzt nämlich auch. Mit demnächst auch gebraucht. In Massen. So, wir haben 32 Schrauben. Kann ich einen Schraubendreher nehmen und meine Schrauben festziehen? Also die wohl locker bei mir im Kopf sind. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall da schon mal alles fertig. Dann brauche ich nochmal 18 Kabel. Gut. Ich werde jetzt aber auch noch nicht alle verwenden. Das. Wenn es am Anfang 4 Stück sind, bin ich zufrieden. Also das heißt, ich brauche jetzt hier mal 8. Wenn wir das so in unnützes Zeug einstecken. So, dann sag mir mal bitte Distillery, du kommst in die Mitte. Ach, ich brauche nochmal Franz Blute Pipes. Hervorragend. Habe ich vielleicht noch 3? Könnte ich haben. Ja, dann kann der nämlich da hinten weiter laufen. Dann habe ich sogar Circuits zu viel. Ja, ist auch kein Problem. So, Clear Glass lassen wir erstmal da. Dann brauche ich 6 Kabel. Auch Glas. Habe ich noch Glas hier rumfliegen? Ne, natürlich alles im Gebrauch. Pumpen, die 3 Stück, die kommen nach unten. Dann hätte ich gesagt. Forming Press war hier. Bin ich unzufrieden, wenn der irgendwas macht. So. Meine Platten hat er, glaube ich, fertig. Und rein. Ich mache auch erstmal hier 3, nur 3. Wie gesagt, habe ja. Ich habe eventuell Poly-Probleme. So, und dann bauen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir warten, bis die 3 fertig sind. Ah, und nein.
Ah. Keine Ahnung. Vielleicht weil die 8 drin lag. So, aber ich brauche noch ein Socket. Denn wir brauchen Socket Nummer 2. Ja. Den brauchen wir nämlich auch noch. Warum auch gerade ein bisschen vorsichtig mit dem ganzen den ganzen Circuits, weil sonst gehen sie mir schneller aus, als ich gucken kann. So, das heißt aber auch, er müsste mit den. Nö, er hat nur 4 bis jetzt. Was ist denn ausgegangen? Diode? Machen wir welche rein. Gut. Heißt, das haben wir, das haben wir. Ach, Glas vergessen. Nee. Glas. So, Basic Distillery dreimal. So, den baue ich aber erst ab, wenn drüben alles soweit steht. Keine Sekunde eher. Ich werde nur Elevator. Aluminium Frame, Enderpearl Plate. Für die Enderpearl Plate brauche ich 9 Enderperlen. So. Das heißt, wir gehen mal schnell nach vorne. Auf die Lagermauer. Also ich weiß, dass da hinten keine Enderperlen mehr sind. Aber wieder. So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Back. Muss mir nämlich Coins, Coins, Coins. Diese Enderman da detect. Claim. So. Schauen wir mal, ob ich noch Name-Text da habe. Einen habe ich noch hier. Ja, ich muss halt gucken, vielleicht Name-Tag dann nur verwenden, wenn auch wirklich ein besonderer dabei ist. Die anderen einfach grillen lassen. Ja, schaut auf jeden Fall besser aus. Vorher waren es nur 3. Es sind also 3 Pfosten war 3 hoch. Und das 2 hat mir nicht so gefallen. Jetzt ist es komplett, also wieder wie vorne 4 hoch. Und 3 und dieser Abschluss, ja, schaut besser aus. Ob ich das mit der Tür so lasse, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich da auch noch Holzplanken oder sowas reinsetze, damit es vielleicht ein bisschen sich abhebt von dem Zeug. So. Das heißt, wir brauchen jetzt Enderperlen. Bin mal wieder maßlos überfrachtet. Zinnkabel, Copper-Cable. Das kann ich erst mal lassen. Auch ein Eisen.
meine Seelenflasche habe ich jetzt nicht dabei, aber dafür habe ich ja jetzt Nametag jetzt erstmal. Okay. Lass mal dich mal schmelzen. Nee, und ich bleibe erstmal auch in der Nähe. Ja, okay, wobei, ich bin ja in der Nähe. Ich hoffe, dass die nicht decayen, wenn ich nur 10 Meter entfernt bin. Das wäre ja traurig. Ich weiß auf jeden Fall eins, wenn ich so eine Art Zoo bauen sollte, muss ich da ja auch Fallen reinbauen. Das heißt, da werden auch Spawner irgendwann drin sein. Wäre dann auf jeden Fall lustig. War das das Chemgast? Ich glaube ja, ne? Pam, pam. Ja. Ich mach's Aua da drin. Muss ich mal schnell nachschauen, wie lange dauert denn das eigentlich, bis die Quest sich wieder resettet? Eine Stunde. Okay. Ich glaube 250 braucht er, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall mal 9 Stück. Dann sind beide gestorben. Es war halt kein Geiler dabei. Muss ich ja ein wahnsinniges Dusel haben. Oder ich gehe in den Dungeon in die dritte Abteilung. Oder vierte. Sterben für Fortgeschrittene. Cool wäre es, wenn es 10 wären. Sind halt leider genau 9. Ja, was will man machen? Ja, okay, aber ich habe noch ein paar. Hoffe ich. So. Der Kompressor müsste das hier sein. Dann gehe ich mal nach hinten, weil wir brauchen auf jeden Fall diesen Mülleimer. Den will ich auf jeden Fall auch noch machen. Kabel muss ich noch herstellen. Hier bin ich auch noch nicht weitergekommen. Licht muss ich auch mal setzen. Oh Mann. Ich habe noch 6 Stück. Okay. Ja. Hab da nichts mehr Großartiges drin. Bin auch noch momentan beim Überlegen, wie ich das zumache. Aber ich brauche halt die Elevator, weil ich jetzt dann nach unten muss und die Gänge, den Gang sozusagen für die Verkabelung zu legen. So, Block of Enderpearl. Dann hätte ich gesagt, dann lasse ich die mal MV-mäßig schneiden. Ein bisschen schneller. So, Aluminium Frame Box. Schön.
So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal 4 Alu. Wie beim Löschen. Statt den Cursor so zu bewegen, dass man halt nur eine Sache löscht. Nein. Man geht hin und löscht das ganze Wort und schreibt es nochmal. So komme ich mir gerade vor. Okay, dann ist es eigentlich scheißegal. Double Frame. Brauche ich sowieso zwei. Aber was brauche ich noch? Und ich setze hier auf jeden Fall mal rüber. Ich brauche Stahlplatten. 5 Stück und Small Steel Gear. Das heißt, 12 mal Stahl. Ich glaube 14 mal Stahl, also wollen wir gleich wissen. Kleine. Jeden Fall. Fangen wir jetzt dann demnächst an, alles zu verkabeln, alles sauber zu machen. Wie gesagt, wenn dann Gebäude Nummer 1 dranhängt, ja, wird es dann halt immer größer, immer schneller, hoffe ich. Hoffe ich eigentlich meine Super Tanks hin. Ach, da hinten. Da hätte ich die in 100 Jahren nicht vermutet. Achso, da liegt noch Polyline drin, stimmt. So, Nametag kann ich schon mal rauslegen, kann er mal gucken, ob ich hier welche habe. Nein. Okay, dann habe ich jetzt meine Platten. Meine Gears waren da drüben. Du warst da. Was da? Nein? Ah. War mein Elevator. Ja, so much nicer than leather. Da hast du recht. Oh, dann gehen wir mal rein ins Vergnügen. So, da drauf auf jeden Fall. So, dann kommst du dahin. Und dann sehen wir nichts mehr. Aber passt. Passt und funktioniert. Ich setze mal die Fackel lieber auf die andere Seite. Weil jetzt muss ich nämlich gucken, wie ich das mache. Ich habe gesagt, Strom kommt in die Mitte, Pipes kommen nach hinten. Dann muss ich das gleich mal so rausziehen, dass es passt. So, das heißt, jetzt haben wir hier Mitte 2, Mitte 3. Das heißt, da müsste eigentlich
müsste. Sehr gut, knapp daneben ist auch vorbei. Nee, das war falsch. Der falsche Block. Der hier. Okay. Dann heißt es für mich, ich muss. Ich hätte gesagt, nein, wir gehen den kürzesten Weg. Das heißt, ich gehe hier entlang. So, wir gehen wieder hoch. Diesmal schlage ich hier auf. Und jetzt muss ich. Auf 21:34. Man hätte mir vielleicht noch merken sollen, den anderen auch noch. So, 21:35 und 21:35 und 21:80. Gespannt, wie lange, dass ich mir das merke. Aha. Das ist natürlich das Problem, wenn man nicht, am Anfang nicht aufpasst. Da habe ich noch was zum Essen einstecken. Ja, warum sollte ich was zum Essen einstecken haben, ne? Warum sollte ich eine Kiste einstecken haben? So, tu mal die Supertanks da bitte rein. Werde ich dann gleich brauchen? Das heißt, ja, ist ja gut. Meine Güte. Jetzt hätte der 14 Tage jetzt lang nichts gegessen. Danke. Da ist da ein Brötchen mit Wurst drin und top. Ja, ich bin jetzt gerade beim Überlegen, wie ich das mache. Weil ich wollte ja eigentlich. Wollte ja eigentlich hier entlang. So, das heißt, ich bin jetzt hier 21:35. Das heißt, wir haben jetzt schon mal alles freigeschaufelt. Was wir
benötigen, um dann irgendwann diese Teile hier alle zum Laufen zu kriegen. Ups, das war zu viel. Kriege ich dich wieder zu? Ja. Alles Wand, geht schneller. Danke. So, also das hier werden die Stromleitungen entlang gelegt. So, wir brauchen ja noch was. Glaub, ich habe falsch gedacht. Lecco mio. Ja, ich habe nämlich nur in eine Richtung gedacht und nicht in zwei. So, das heißt ja für mich. Mach mal das hier. Und packe mal den da dahin. Und jetzt nehme ich meinen ersten Super Tank. Und stell den hier hin. Genau. So. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Ölleitung. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall nochmal. Muss das auf jeden Fall nochmal erweitern. Weil es soll ja. Ja, okay, wobei es könnte auch unter der Wand entlang laufen. Wäre ja auch wurscht. Immer schnell einen Stack Stein holen. Gott sei Dank nicht so weit weg. Oder von jeweils einen Stack holen. Cobblestone. Ach, Geschmadi, geh mal rein. Muss ich aufpassen. Da war doch eine Sau und da waren sogar zwei Säue. Die klauen mir hier die Erde. Ey, da wird bald ein Stromschlag hingemacht. Die spinnen wohl. Wenn ich euch erwische, ne, ihr kommt in die Flasche. Ich glaube, ich spinne. Ich habe hier Ratten. Die Ratten sind zwar nicht klein, sondern die sind groß und klauen Blöcke. Und den hat er dann da abgestellt. Ich glaube, der spinnt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So. Danke. Okay. Ja. Was denn, die Griffel abhauen? Dass die Steine in Ruhe lassen? Tja. So. Dann heißt das jetzt für mich, ich brauche doch wieder mal ein Builders. Okay, dann hätte ich gesagt, dann mache ich jetzt. Ach Mist. Drei Kabels nicht aufgegangen. Klasse. Nee, ich habe zwei. Ein Stein hätte ich noch reinstecken. Okay, das sind jetzt dann die Whitestone Bricks.
Und darf's halt nicht zumachen, sonst habe ich ein Problem. Wieder auf. Glückwunsch, auch nicht gereicht. Aber einigermaßen sollte es jetzt funktionieren. So, was habe ich jetzt falsch gedacht? Und zwar, ich habe gedacht, hier kommt der Strom rein. Klasse. Hier fällt er runter, hier kommt er wieder her. Also, nochmal, hier kommt der Strom. Und dann habe ich ja sozusagen einmal pumpe ich ja Öl rein und kriege ja cracked irgendwas Light Fuel raus. Und das muss ich ja dann weiter pumpen in den nächsten Raum, was ja dann eigentlich hier wäre, um daraus dann Fuel zu machen. Und das kommt dann in den Tank. Und wird dann sozusagen an die Erzverarbeitung, an die Erzverarbeitung, an die, ans Kraftwerk, sozusagen rübergeschickt. Der produziert Strom und versorgt halt das Haus und das Haus. Was ich mir auch, überlegt habe, ist insgesamt, dass ich es dann irgendwann so mache, dass die LV-Generatoren immer nur das Wichtige antreiben. Also das heißt, wichtig, es muss Öl zu Fuel oder Diesel oder sonst was umgewandelt werden. Dafür wird das LV da sein. Wenn wir dann irgendwann sagen, okay, wir brauchen jetzt Strom für alles, dann ist MV dafür verantwortlich. Das heißt, wir müssen das Haus dann auch erweitern. So, vor lauter Freude habe ich es jetzt total verkasselmadudelt, das aufzubauen. Ja, jetzt muss ich mir halt gerade überlegen, wie ich das mache. Ich könnte es jetzt natürlich mit Doppelpipes arbeiten oder mit diesen Vierfachpipes und sagen, okay, ich gehe sozusagen mit Öl rein und mit Benzin raus. Problem ist nur, wenn der halt aus Versehen switcht und ich kenne mich mit den Dingern noch nicht ganz aus, dann wäre das natürlich nicht gut. Also wird es eigentlich sehr sinnvoll, mit zwei Arten von Pipes zu arbeiten. Ich merke nur gerade, ich habe Gott sei Dank aus Versehen genügend Platz gelassen. Das heißt, wir werden es dann hier nach unten gehen. Und hier. Und hier. Und hier. Selbe Spiel haben wir auch hier vor. Und auch hier nochmal. Kann ich auch gleich hier alles wegmachen. Weil es kommt ja dann auch noch eine Verschalung rein. Das soll ja nach was ausschauen hier unten. Also entweder sowas da in die kleinen. Bin nämlich beim Überlegen, ob ich die großen sozusagen oben mache und die kleinen immer als Keller.
So, mit Cobblestone. Ich habe Gott sei Dank genügend sozusagen aus dem Boden rausgeangelt. Gut, kann man gleich noch mal runter. Dann haben wir das auch noch. Dann habe ich nämlich auch meinen Tank da. So, das bedeutet für mich, ich habe. Ja. Ich habe jetzt sozusagen einen, wo ich reingehe, einen, den, wo ich rausgehe mit Flüssigkeiten. Öl und Cracked Fuel. Und Strom. Und das geht alles an einen zentralen Punkt, wobei das Cracked Light Fuel nach vorne fließt. Nach hinten kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, genau. Und der Strom nach vorne, weil die Abnahmestelle vom Strom dann ja am an der Grundstücksgrenze ist. Also der wird immer hier sein oder an der Kanalisation drin. Beziehungsweise ich muss, ja, das weiß ich noch gar nicht, wie ich das mache. Haha. Weil ich habe da noch ein anderes Problem. So, ich kann ja mal soweit alles wegmachen, weil das muss ja dann auch noch weg. Und jetzt muss ich definitiv ans Grundstück ran. Und da muss ich jetzt auch nach unten buddeln. Aber leider tiefer. Merk schon, hier ist noch gar nichts gemacht. Ich muss mal schnell meinen Hammer schwingen. Muss da noch ganz schnell nach vorne. Mal weg, ich brauche die Schaufel bitte. Müsste doch eigentlich schon längst in dem Tunnel drin sein, oder haben wir den Tunnel? Ich glaube, wir haben das einfach nur unter zugegraben, aber nicht den Tunnel gebaut. Oder ich bin gerade auf dem Tunnel. Das wäre natürlich der Obergau. Jo, genau. So, wir machen mal F7. Der, wo sich nicht mehr merken kann, wo er ist. Ist traurig, ich weiß. So, das heißt jetzt aber, ich mache jetzt mal hier dicht. So, das heißt aber auch, ich kann hier raus. Ja.
Problem ist jetzt mittlerweile, dass ich so viel Dusche mit einstecken habe. Ja, das ist super, dass ich das gerade genau so mache. Komm hier momentan nicht hoch. Ich beam mich mal. Scotty! Beam mich ab! Danke! Weil es wieder die So-Folge. So und nicht so. Das heißt, die Enderperle kommt mal weg. Ich will wenigstens noch das so verlegen. Bin ich denn eigentlich runtergegangen? Ja, das war fast an der richtigen Stelle. Vor allem das Schlimme ist bestimmt, dass ich nicht mehr weit hatte. Korrekt. Ah, okay. Nee, aber da kommt auf jeden Fall ein anderer Boden drauf. Muss ich halt, ja, was einfallen lassen hier. Super. So, dann machen wir jetzt gleich wieder hin da. Hat keiner gesehen. Wie gesagt, was ja eigentlich Schnuppe ist, ich muss sowieso so rauskommen. Das ist ja für mich eigentlich das A und O, dass ich genau da rauskomme, weil, ne, ich kann ja hier entlang laufen. Möchte ja haben, dass hier mein Stromkabel entlang läuft, auf der oberen Schiene und auf der nächsten Schiene dann sozusagen das, was ich halt brauche. In dem Falle wäre das dann Fuel. Kann ja dann zum Beispiel eines rübergehen und dann rüberziehen. Und dass ich sage, okay, da geht dann Strom drüber und da geht dann das Benzin oder das Öl oder was auch immer rüber. So, machen wir hier mal auch zu. Dann haben wir alles geschlossen. Und dann schaue ich mit Schrecken auf die Uhr. Die Folge ist schon wieder sehr kurz geworden. Aber wir wollen wenigstens ein bisschen vorankommen. Das heißt, wir tippen uns nochmal nach oben zur Werkstatt. Weil das heißt, wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt dann auch brauchen, drüben anschließen. Und so weiter und so fort. Das wird ja noch witzig. Ja, und dann heißt nur noch viel Spaß mit weiteren Videos von mir, die ihr gerade eingeblendet bekommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, mich weiterempfehlt, den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.